Bevor wir über das Leben und die Gedanken von Karl Korsch sprechen, fände ich es interessant, erstmal über deinen Zugang auch etwas zu erfahren. Wie bist du denn auf Karl Korsch gestoßen und was war für dich das Interessante, Spannende an dieser Figur? Ja, ganz aktuell ist es so, dass es gibt ja keinen Jahrestag. Also Karl Korsch ist 1886 geboren, 1961 gestorben. Also es gibt erstmal keinen chronologischen oder keinen Jahresanlass, sich ihm zu widmen. Nein, die Auseinandersetzung in letzter Zeit ist dadurch angetriggert worden, dass wieder Schwung in die Gesamtausgabe seiner Schriften gekommen ist, die also seit fast 40 Jahren herausgegeben werden. Letztes Jahr ist sein, ich sag mal, theoretisches Hauptwerk Marxismus und Philosophie neu wieder aufgelegt worden. Und jetzt für dieses, beziehungsweise vielleicht auch für Anfang nächsten Jahres, sind zwei weitere Bände in der Gesamtausgabe angekündigt, nämlich seine Spätschriften, die also genau diesen Komplex der Konterrevolution, wie sie halt im Stalinismus und im Faschismus verkörpert ist, behandeln werden. Und seine große Karl-Marx-Untersuchung, die er in den 30er Jahren geschrieben, also im Exil geschrieben hat, die stehen jetzt an. Es gab auch schon eine Vorabveröffentlichung der Züricher Thesen, auf die wir vielleicht kommen, die sozusagen so den Endpunkt seiner Entwicklung markieren. Das alles hat der Korsch-Herausgeber Michael Buckmiller besorgt. Und das war tatsächlich Anlass und Inspiration, dass ich da auch noch mal einen genaueren Blick drauf geworfen habe. Also eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Revolution und Konterrevolution, eine Auseinandersetzung und dann auch eine Debatte über ja das Vermächtnis von Karl Marx. Das sind Sachen, die man mit Karl Korsch machen kann, wenn man sich seinen Schriften zuwendet. Du hast es jetzt schon erwähnt, er ist 1886 geboren. Er ist ja in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen zur Welt gekommen. Ist also ein Kind um die Jahrhundertwende herum. Wo kam er denn her? Was hat seine Kindheit, seine Jugend geprägt? Korsch kommt aus dem Kleinbürgertum. Sein Vater war Beamter, Prokurist und ein, wie sage ich mal, aufstiegswilliges Kleinbürgertum, also Leute, die sich was erarbeiten wollten, denen es aber auch möglich war, einen gewissen Aufstieg zu machen oder zu durchlaufen. Das heißt also, Korsch kommt aus einer Schicht, in der Leistung viel gezählt hat, in der es eine große Begeisterung für Wissenschaft gab und auch sozusagen für das Allgemeine der Wissenschaft. Also dass Wissenschaft kein partikulares gesellschaftliches Interesse bedient, sondern allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommt. Das heißt also, der junge Korsch, so mit 20, 21, der Jura studiert, ist so eine Art, beseelt von einem Gestus der, sag ich mal, späten Aufklärung. Ja, also der, die, ja, vielleicht ja 100 Jahre zu spät, aber nichtsdestotrotz noch daran glaubt, so dass so Ideale der Aufklärung, also das Wissen allen Leuten zugänglich ist und auch umgekehrt das Wissen alle Leute prägt, der das in den Mittelpunkt seiner frühen geistigen Auseinandersetzung gestellt hat. Er ist also überhaupt kein Revolutionär, er hat kein originäres Interesse an Klassenkämpfen, aber er hat eine Begeisterung für gesellschaftliche Reformen, für die Kraft des Argumentes. Und so engagiert er sich auch. Er ist in der freistudentischen Verbindung tätig. Das heißt also eine auch den bürgerlichen Gleichheits- und Fortschrittsidealen verpflichtete Vereinigung, die dezidiert gegen die Burschenschaftler oder gegen die Korporierten steht, allen zugänglich sein soll. Er hat Kontakt zu diesen englischen Reformsozialisten, interessiert sich für den sozialdemokratischen Revisionisten Bernstein. Und das ist so das Milieu in den Nuller- und frühen Zehnerjahren, in dem er heranreift, heranwächst. Da ist also noch nichts von Linksradikalismus und Linkskommunismus zu spüren. Also der junge Korsch als jemand, der der Aufklärung verpflichtet ist und als solcher ist er ja auch ganz schön viel unterwegs. Er hat ja in vielen verschiedenen Städten auch studiert, unter anderem in München, in Genf, in Jena. Sind noch andere Städte auch in Deutschland dabei. Er ist auch nach London gegangen, dann nach Abschluss seines Studiums hat dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und dann tritt ein Ereignis hinzu, was ja bei vielen
Intellektuellen in dieser Zeit ein ganz erheblicher Bruch auch im Lebensweg gewesen ist. Und das ist der Erste Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg führt ja dann auch dazu, dass Korsch aus London nach Deutschland zurückkehren muss. Und er nimmt dann am Revolutionsgeschehen teil. Was kann man denn zu der Rolle von Karl Korsch in dieser Novemberrevolution sagen? Was für eine Wandlung hat er da vielleicht auch durchgemacht? Ja, man muss da was dazwischen schieben, nämlich diese 4 Jahre Krieg. Also das ist für ihn tatsächlich ein großes Unglück. Er ist anglophil, er hat also keine übertriebenen patriotischen Neigungen. Und für ihn bedeutet der Krieg tatsächlich ein großes Unglück und eine auch sicherlich auch eine Zerstörung von Illusionen, die jetzt den fortwährenden geistigen Fortschritt und Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft betreffen. Gleichwohl nimmt er am Krieg teil. Er wird, glaube ich, auch ausgezeichnet im Feld. Also er ist, er erfüllt da durchaus seine Pflichten als Soldat. Und er kommt jetzt nicht aus dem Krieg zurück als jemand, der radikal mit dieser Ordnung abrechnen will. Er begrüßt die Novemberrevolution, steht aber innerhalb dieser Ereignisse auf dem Flügel der Mehrheitssozialdemokratie, deren Mitglied er auch ist, und arbeitet in einer Sozialisierungskommission mit. Das heißt, er entwickelt Pläne, wie die Erfordernisse der neuen Zeit nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung am besten umgesetzt werden können. Und die Erfordernisse der Zeit sind nach seiner Meinung und natürlich auch nach der Ansicht vieler Arbeiterinnen und Arbeiter die Sozialisierung der Wirtschaft, also die Einführung des Sozialismus. Und da erarbeitet er einen tatsächlich voll ausgearbeiteten, also er stellt einen voll ausgereiften Plan der Sozialisierung vor. Das ist ein sehr faszinierendes Dokument. Das heißt, was ist Sozialisierung? Ich habe jetzt auch noch mal geblättert und verglichen und hier und da gelesen. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt in dem Spektrum der vielen Vorstellungen, was Sozialisierung ist, sicherlich das ausgereifteste und das reflektierteste ist. Es ist hochinteressant. Wir haben ja auch gerade in der Linken oder in der radikalen Linken wieder eine Kommunismusdiskussion. Also es gab diesen viel diskutierten Text dieser Berliner Gruppe Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft über die Umrisse der Weltkommune. Gibt es auch ein Buch von Hannes Giesler, wo er sich mit Kommunismusentwürfen auseinandersetzt. Und da, also in diesen beiden viel diskutierten Texten, spielt Korsch interessanterweise überhaupt keine Rolle. Das ist jetzt kein, sag ich mal, individueller Vorwurf, sondern es zeigt auch, wie viel tatsächlich auch vergessen worden ist. Unter anderem dieser Vorschlag von ihm, was ist Sozialisierung, den er halt noch nicht, gar nicht mal so sehr in einem Klassenkampfgedanken vorstellt. Ja, also als Agitationsprogramm, als Revolutionsprogramm, sondern das ist noch ganz in der Linie seiner geistigen Aktion, also dass gewissermaßen der Sozialismus oder die Einführung des Sozialismus auch auch auf dem Weg des, wie sagt man heute, zwanglosen Zwanges des besseren Argumentes stattfindet. Das Faszinierende an diesem Sozialisierungsvorwurf ist, Entwurf ist, dass er die Gesellschaft sowohl, sage ich mal, von unten oder den Sozialismus sowohl von unten als auch von oben betrachtet. Und was heißt das? Er betrachtet ihn von unten, also auf der Ebene der Betriebe, der konkreten Arbeiterräte am Arbeitsplatz vor Ort. Und er betrachtet ihn von oben, also von den Bedürfnissen der Gesellschaft, sich natürlich zu reproduzieren und Lebensbedingungen herzustellen, die allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen. Und er sieht, dass es da durchaus einen, zumindest am Anfang des Sozialismus oder einer sozialistischen Entwicklung, einen Widerspruch geben kann. Es kann einen Widerspruch zwischen den Kollektivinteressen der Betriebsarbeiter und dem Gesamtinteresse der Gesellschaft geben. Und er entwickelt nun ein Modell, in dem beide Sphären, das gesamtgesellschaftliche und ich sag mal das genuin proletarisch betriebliche Interesse, miteinander vermittelt werden. Also weder soll die Autonomie der Arbeiter gebrochen werden, noch soll aber umgekehrt, was man ja zum Beispiel dann auch bei so Selbstverwaltungsexperimenten wie in Jugoslawien erlebt, gesehen hat, noch soll umgekehrt sich, sage ich mal, dieser Betriebskollektivismus gegen gesamtgesellschaftliche Interessen durchsetzen können.
Das heißt also, man hat gewissermaßen zwei politische Sphären oder zwei soziale Sphären, und die Vermittlung zwischen diesen beiden Sphären, die übernehmen dann tatsächlich die Räte, wo also die gesellschaftlichen Interessen mit den unmittelbaren Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter abgeglichen werden. Das ist ein recht komplexes, aber doch sehr, ich sag mal, sensibles Programm, sensibel im Hinblick auf gesellschaftliche Verwerfungen und Ungleichzeitigkeiten. Und ich finde das im Gegensatz zu so, ich sage ich mal, so reinen Rätemodellen oder zu so unmittelbaren Kommunismusillusionen, wie es sie ja damals auch gegeben hat, ein tatsächlich sehr realistisches und sehr reflektiertes Modell, wie man langsam eine sozialistische Gesellschaft aufbaut, die dennoch, also langsam jetzt nicht im Sinne eines Gradualismus, dass man so langsam in den Sozialismus hineinwächst. Nein, nein, der Bruch ist ja schon gemacht, also die Enteignung der Kapitalistenklasse. Nur ist damit halt nicht die Illusion verbunden, dass die Enteignung der Kapitalistenklasse schon sofort mit dem Sozialismus gleichzusetzen ist. Jetzt hast du Karl Korsch ja als einen Anhänger der Mehrheitssozialdemokratie zunächst erstmal vorgestellt, und als solcher entwirft er ja auch dieses Sozialisierungsprogramm, wie du das gesagt hast. Nun ist ja die MSPD bekanntlich nicht dazu übergegangen, halt irgendwie dafür reife Industriezweige zu sozialisieren, zu enteignen und eben ja sozusagen das den Arbeiterräten zu übergeben, sondern sie hat genau diesen weitergehenden Versuch der Revolution ja abgebrochen, auch in dem Bündnis mit den Freikorps, mit den alten Militärs. Ist das vielleicht, wie man sich dann auch erklären kann, dass Karl Korsch ja zur USPD dann übergegangen ist, da auch zum linken Flügel schließlich gehört hat und mit diesem linken Flügel ja in die KPD gegangen ist? Wie kam denn diese Veränderung quasi zustande? Ja, genau so, wie du das gesagt hast. Also aus der großen Enttäuschung, dass all diese Intelligenz, die die MSPD ja noch in sich vereinigt hat, ne? Ich meine, sie war ja die Partei der Arbeiterklasse, das muss man ja sagen. Also sie hat ja immer noch die überwältigende Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter repräsentiert. Und sie hat das, ja, man sagt dann immer so, verraten. Ja, das ist, da klingt aber noch sehr viel so von persönlichem Vorwurf mit. Aber sie hat, jetzt etwas abstrakter gesprochen, dieses Potenzial und diese Chance nicht genutzt. Und selbst wenn man jetzt ihr mit ganz, ganz viel Kredit begegnet, ja, oder ihr ganz viel, oder bereit ist, ihr ganz viel Kredit zuzugestehen, muss man einfach sagen, sie hat die Chance eines Übergangs in eine radikalere oder grundsätzlichere Demokratie, zu der auch eine Sozialisierung der Wirtschaft gehört, sie hat sie nicht genutzt. Und Korsch war tatsächlich über diese Zahnlosigkeit und diese, ja, man muss es auch so sagen, Selbstverkleinerung oder Selbstverzwergung und diesen auch dann Opportunismus gegenüber den alten Eliten der Sozialdemokratie so desillusioniert, so enttäuscht, dass er erstmal zu der Partei gegangen ist, die sich vorbehaltlos einer Räteregierung verschrieben hatte, nämlich die USPD, und dann tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen ist, nämlich zu der Partei, die anders als die USPD ein dezidiertes, konkretes Revolutionsprogramm hatte. Und das war die KPD. Und so findet also in knapp zwei Jahren, also zwischen Ende 1918 und 1920, ein Radikalisierungsprozess bei dem ja eigentlich bürgerlich, kleinbürgerlich, intellektuellen Karl Korsch statt. Nun hat ja auch Karl Korsch in der KPD, in der frühen Weimarer Republik, zum eher linken Flügel oder zum entschiedenen linken Flügel gehört innerhalb der KPD. Und das hieß ja zu diesem Zeitpunkt zunächst erstmal vor allem eine konsequent leninistische Position. Wie lässt sich denn dieser radikal linke Ansatz, den Korsch dann vertreten hat, mit seiner parlamentarischen Arbeit verbinden, die er ja gemacht hat? Er ist ja auf Landesebene und dann im Reichstag auch vertreten gewesen als Parlamentarier für die KPD. Wie kann man seine Arbeit da als so KPD-Parlamentarier charakterisieren? Und er war Minister für ein paar Wochen in Thüringen, in der Arbeiterregierung 1923, im Herbst 1923, als SPD und KPD dort eine, naja, eben Arbeiterregierung kurzzeitig etabliert haben, die tatsächlich dann von den Sozialdemokraten hinterrücks sabotiert wurde. Ne? Also die sich sozusagen selber sabotiert haben. Er war ja noch kein, also auch in der KPD setzt sich dieser Radikalisierungsprozess fort. Er war
durchaus kein Linksradikaler in der KPD, sondern neigte auch da zu Beginn eher dem, wie soll ich sagen, bedächtigen oder vorsichtigen, auch auf Bündnisse abzielenden Flügel zu. Also er war überhaupt kein Gegner einer Zusammenarbeit mit der SPD, sondern eher jemand, der so Gedanken hatte, wie sie ja in Thüringen dann verwirklicht wurde, kurzzeitig Gedanken, die auf eine Einheitsfront abzielen. Er war in der KPD zunächst oder erlebte dort einen rasanten Aufstieg zum parteiführenden Parteiintellektuellen. Also er hat nach seinem Übertritt in den Jahren 21, 22, 23 eine ganze Reihe von Schulungsbroschüren vorgelegt oder kleinen Schulungsbüchern, die den Marxismus auf seinen revolutionären Kern herunterbrechen oder umgekehrt, die diesen revolutionären Kern des Marxismus wieder herausarbeiten. Und er verstand sich mit dieser Arbeit absolut, sich im Mainstream der Partei und der kommunistischen Bewegung befindend. Die Enttäuschung oder die Wanderung nach links, die dann spätestens nach dem Scheitern oder nach der Sabotage der Arbeiterregierung in Thüringen einsetzte, die hat einerseits mit der endgültigen Abrechnung mit der Sozialdemokratie zu tun. Also da war Korsch sich ganz sicher, dass das noch nicht mal eine reformistische Arbeiterpartei ist, sondern dass die SPD ganz offen auf Seiten der Konterrevolution steht. Und die Erkenntnis, dass die Sowjetunion selbst kein Interesse oder immer weniger Interesse hat an einer internationalen Politik, die die kommunistische Bewegung in den Mittelpunkt steht, sondern dass es darum geht, die Macht der Bolschewiki in Russland auch gegen oppositionelle, klassenkämpferische Arbeitergruppen zu etablieren. Und so aus der Erkenntnis also, dass sich die Sowjetunion langsam wieder zu einem Nationalstaat mit seinen nationalstaatlichen Interessen verwandelt und darüber die längerfristigen Ziele der internationalen Arbeiterbewegung, Anführungsstrichen, vergisst, das alles lässt ihn schon 24, 25 tatsächlich auf den linken Rand rücken. Interessanterweise findet das alles im Medium, du hast es schon erwähnt, eines Leninismus statt. Das ist faszinierend. Also er nimmt im Grunde genommen den Staatsgründer, ja, und auch den Staatsphilosophen, den Theoretiker der Diktatur des Proletariats und der Herrschaft der Partei und liest ihn in diesen Jahren 25, 26 gewissermaßen linksradikal. Und das ist aber auch schon wieder übertrieben, weil er liest ihn eigentlich gar nicht. So viele Sachen von Lenin waren, vor allen Dingen auch seine grundlegenden philosophiekritischen Schriften, waren noch gar nicht übersetzt, sondern er erschafft sich, wenn man so will, eine Art linksradikalen Lenin und steigert sich dann im Grunde genommen in diesen Jahren in so eine Art Ultraleninismus hinein. Das ist so eine kurze Periode Mitte der 20er Jahre. Auf die oppositionelle Stellung von Korsch innerhalb der Komintern würde ich gerne auch später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne nochmal innehalten bei einer Jahreszahl, die du ja auch schon genannt hast, nämlich das Jahr 1923. Mir kommt es so vor, als ob das ja ein ganz entscheidendes Jahr ist im Leben und Wirken von Karl Korsch. Und das hat ja vielleicht mit mehreren Dingen zu tun. Zum einen, dass er ja im Jahr 1923 an der Gründung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt beteiligt ist. Also das ist ein Hinweis, dass man Korsch durchaus auch zu einem Vertreter der kritischen Theorie zählen kann oder der diesen Zusammenhang zumindest mitgeprägt hat. Der andere Hinweis ist, er hat im Jahr 1923 sein bekanntestes Buch eigentlich veröffentlicht, nämlich das Buch mit dem Titel Marxismus und Philosophie. Und ich würde gerne da einen Blick drauf werfen, welche Bedeutung dieses Buch hat. Das hat ja vielleicht einen ähnlichen Stellenwert wie Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukács, also wird ähnlich und gemeinsam auch verhandelt. Und eine zentrale Gemeinsamkeit dieser beiden Werke ist ja, Lukács und Korsch bemühen sich darum, das marxistische Denken auf eine neue Grundlage zu heben. Aber das ist eine Revision, wenn man das so sagen möchte, die auf der Grundlage einer strengen Orientierung an der marxischen Methode selbst orientiert ist. Wie würdest du das denn fassen? Was macht denn Korsch in diesem Buch Marxismus und Philosophie? Das Buch ist, er schreibt diese Schulungsbroschüren, Quintessenz des Marxismus.
Er erläutert die Kritik des Gothaer Programms, gibt das also sozusagen kommentiert heraus, die Marx 1875 skizziert hat. Und Marxismus und Philosophie ist der Endpunkt dieser Erarbeitung eines wieder revolutionären Marxismus. Ja, das Buch könnte auch heißen, oder anders, meine Interpretation, es könnte auch Marxismus und Intellektuelle heißen, weil es tatsächlich der Frage nachgeht, was ist eigentlich der Zusammenhang von revolutionärer Theorie und revolutionärer Praxis? In einer jetzt nicht sozusagen wiederum abstrakt erläutert, wie kriegt man eigentlich Theorie und Praxis vermittelt? Nein, sondern er hat einen strengen, historisierenden Blick darauf. Also was war 1848, als Marx das, für ihn ist das, wird das später alles etwas problematischer, aber ihm fällt ja zunächst diese Koinzidenz auf, dass das Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels ja einen Monat oder ein paar Wochen vor dem Ausbruch der Märzrevolution erscheint. Das ist für ihn kein Zufall. Also das einzelne Ereignis mag zufällig sein, aber die, sag ich mal, generelle historische Linie, dass also eine revolutionäre Situation eine revolutionäre Theorie hervorbringt, das ist für ihn kein Zufall. Und er zeigt also, dass revolutionäres Denken immer, also nur dann ein revolutionäres Denken ist, wenn es auf eine Praxis oder auf konkrete Aktionen der Arbeiterklasse bezogen ist. Das ist keine Kleinigkeit, weil der gesamte Marxismus, ich sag mal so ab dem Tod von Marx, und also mit der Etablierung der Sozialdemokratie und spätestens mit dem Tod von Friedrich Engels, auf eine allgemeine Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung hinausläuft, wie sie ja dann von Karl Kautsky, so dem bedeutendsten marxistischen Theoretiker der Jahrhundertwende, kodifiziert wurde. Und er, Karl Korsch, arbeitet in diesem Buch, wie gesagt, sehr vermittelt, indem er sozusagen die Theoriebewegung des Marxismus nach 1848 nachvollzieht. Er arbeitet heraus, nein, bei dem Marxismus handelt es sich tatsächlich um eine, wenn man so will, aktivistische oder auf Aktionen bezogene Theorie des revolutionären Eingreifens und der revolutionären Veränderung. Und das ist, wenn man das Buch heute liest, dann fällt einem auf, wie viel davon unter der Hand, ja, oder wie selbstverständlich uns viele Formeln in diesem Buch oder viele Gedankengänge in diesem Buch sind. Also wie sehr das im Grunde genommen in der heutigen Marxismusbetrachtung Allgemeingut geworden ist. In der damaligen Zeit war das eine im Grunde genommen furiose Abrechnung mit allen bestehenden Gedankenformen des etablierten Marxismus. Und die Verbindung zu Lukács besteht tatsächlich, nur hat die beiden Werke, Geschichte und Klassenbewusstsein, Marxismus und Philosophie, werden immer auf einer Ebene auch in der Rezeption diskutiert. Korsch hat das aber eher, ich sag mal, komplementär verstanden. Also Lukács arbeitet die soziologische, lebensweltliche Dimension ökonomischer Kategorien, Ware, Verdinglichung, Fetischismus heraus. Und Korsch auf einer anderen methodischen Ebene, es geht gar nicht bei ihm um das Verdinglichungsproblem und wie sozusagen die Arbeiterklasse dies durchstößt. Korsch auf der anderen Ebene zeigt, dass die kritischen Resultate der Kapitalanalyse hohl bleiben, wenn sie eben nicht auf die möglichen Kämpfe der Arbeiter bezogen sind. Also Karl Korsch als ein marxistischer Philosoph der Praxis, und es ist ja zum Beispiel interessant auch festzustellen, dass er ein enges Verhältnis zu Bertolt Brecht hatte und so Brecht sich eigentlich seine Marx-Lektüre eigentlich auch bei Karl Korsch geholt hat, und auch bei Brecht sind ja immer wieder so praxisphilosophische Sachen durchaus zu finden, also da ist ein Einfluss festzustellen. Ich würde nochmal zurückkommen zu dem Prozess, der ja sozusagen Korsch immer mehr zur radikalen Linken führt, und das ist ja
ein Prozess, der auch vor allen Dingen verbunden ist mit der Stalinisierung der KPD, dass die KPD in Deutschland ja eigentlich immer mehr zu einer Außenzentrale von Moskau wird und da die Direktiven eigentlich sozusagen ausgeküngelt werden. Und Karl Korsch bemüht sich ja um eine Opposition innerhalb dieser Entwicklung. Was kann man dazu sagen? Also was macht diesen Antistalinismus oder diese zunehmend kritische Haltung gegenüber dem Bolschewismus dann aus im Laufe dieser Zwischenkriegszeit? Ein ganz kleiner Satz noch. Also er hat noch eben zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Brecht hatte jetzt nicht nur einen Einfluss auf Brecht, sondern Brecht hat ja auch bei aller späteren Kritik, die er an Korsch hatte, hat ihn als seinen Lehrer bezeichnet. Und zwar auch tatsächlich, als er auch schon zu einem Zeitpunkt, nämlich in der Nachkriegszeit, als er eigentlich auch schon größere Kritik an dem Radikalismus von Korsch hatte. Ihn hat also tatsächlich an dem Marxismus von Korsch dieses aktivistische, eingreifende, konkret auf verändernde Praxis abzielende Moment fasziniert und da auch viel für seine literarische und auch seine Bühnenpraxis raus abgeleitet. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist aber schon, also die Begegnung von Korsch und Brecht, die findet im Grunde genommen nach der aktiven, jetzt kommen wir zu dem Antistalinismus, nach der aktiven politischen Zeit von Korsch statt, nämlich Anfang der 30er Jahre. Und dazwischen, also zwischen 1923 und 1930, liegt der Versuch, die internationalistischen, also man hat noch gar nicht vom Stalinismus geredet, die internationalistischen Kräfte in der Komintern, die ja damals noch identifiziert wurde mit der revolutionären Arbeiterbewegung, zu sammeln, in auch Austausch mit der Arbeiteropposition in der Sowjetunion, um gewissermaßen eine Spaltung von den Kräften zu erreichen, die auf einem höheren Niveau und unter anderen Bedingungen den Weg der Sozialdemokratie im Westen eingeschlagen haben. Nämlich Weg der Sozialdemokratie heißt letztendlich Rettung und Aufbau oder umgekehrt Aufbau und Rettung des Kapitalismus, heißt Einrichtung und Verewigung von Klassenbeziehungen, Unterdrückung, auch gewaltsame Unterdrückung revolutionärer Kader, alles Momente, die Korsch ab 1925 in der Sowjetunion entdeckt. Er hatte da auch Kontakte mit Vertretern der Arbeiteropposition und er hatte auch Kontakte zu, vor allen Dingen nach Italien, zur Fraktion um Amadeo Bordiga, also auch zur internationalen Opposition gegen diese Stalinisierung. Man muss aber sagen, dass das spätestens ab 1926 ein Abenteuer des Kopfes oder des Geistes war. Es war also seine Gruppe der entschiedenen Linken, war am Anfang noch in der KPD, später dann ausgeschlossen, war tatsächlich eine, gemessen an der damaligen Massenbewegung, recht kleine und auch von, sag ich mal, dem Proletariat oder von den Kadern auch isolierte Bewegung. Korsch hat das, also man versucht, Kontakte zu knüpfen, das geht fehl, weil der Stalinismus sich oder weil Stalin dann sich doch sehr schnell etabliert und die Arbeiteropposition mehr oder weniger vollständig unterwirft. Aber auch weil in Italien der Faschismus endgültig siegt, dann besteht dort kein Kontakt mehr zu den Linkskommunisten um Bordiga. Und so Ende der 20er Jahre ist klar, dass der Aufbau einer zweiten Partei, einer neuen Internationale, nicht möglich sein wird. Also schon Ende der 20er Jahre eine Tendenz der Isolation dieser Position von Karl Korsch. Nun kann ich mir vorstellen, dass sich genau das auch nochmal verschärft mit dem, was dann im Jahr 1933 folgt. Und das ist ja auch eine Jahreszahl, wo wir sehen können, dass in vielen Debatten und Biografien genau diese Jahreszahl einen Bruch bedeutet. Die Machtübergabe an die Nazis und Debatten und Lebenswege werden abgebrochen. Auch Karl Korsch muss vor den Nazis fliehen. Er ist ins Exil gegangen, zunächst nach Dänemark, dann nach Großbritannien und schließlich in die USA. Was hat denn diese Exilsituation für diese Bestrebungen von Karl Korsch bedeutet? Ja, das war ein, wie soll ich sagen, man kann das als ein großes Unglück bezeichnen. Für
uns ist dieses, das ist einigermaßen paradox, für uns ist dieses große Unglück, bedeutet dieses große Unglück ein Reichtum an theoretischer Produktion. Aber man muss sich klar machen, wozu oder worauf diese theoretische Produktion eigentlich zielte. Also Korsch arbeitet im Exil, ich meine, er ist ja auch ganz auf sich zurückgeworfen, er ist abgeschnitten von größeren Diskussionszusammenhängen und arbeitet im Exil tatsächlich sehr fleißig an einer, oder er arbeitet weiter auf der einen Seite an einer Rekonstruktion des revolutionären Marxismus und auf der anderen Seite an einem Verständnis des, ich sag mal, totalitären Zeitalters, ne, der doppelten konterrevolutionären Zange aus Faschismus und Stalinismus. Und da entstehen tatsächlich sehr viele Manuskripte, sehr viele Entwürfe, aber der Adressatenkreis ist sehr klein. Und er diskutiert weiter und sehr intensiv mit Bert Brecht. Also er ist auch, glaube ich, über Monate da in Brechts Häuschen da, wie Brecht sagte, in Dänisch-Sibirien. Und er schreibt da an seinem Marx-Buch und Brecht arbeitet an diesem Buch der Wendungen, an den Meti-Texten und man liest sich so gegenseitig vor und diskutiert. Und das ist also schon ein sehr intensiver Austausch. Er kommt in Kontakt mit den, oder in einem verstärkten Kontakt mit den Rätekommunisten in Holland und dann in Amerika, also mit Paul Mattig, einem Auswanderer aus Deutschland, also einem Deutsch-Amerikaner. Und er hat auch noch, ich sag mal, einige Schüler aus seinen Berliner Studienzirkeln, die auch ins Exil gegangen sind, mit denen er Austausch pflegt. Eine andere ganz, ganz wichtige Bezugsperson, vielleicht so eine Art Lieblingsschüler von ihm, Heinz Langerhans, der war im Widerstand, ist in Berlin geblieben 1933 und die Gruppe wird denunziert und der Langerhans kommt erst in den Gestapo-Knast und dann ins KZ. Und da ist also auch was, und Korsch, das ist aber eine andere Geschichte, setzt sich dann sehr, ich will nicht sagen für seine Freilassung, aber setzt sich sehr für den Langerhans ein. Aber trotzdem, da ist natürlich was abgebrochen und man merkt diesen vielen Entwürfen und vielen Briefen, das sind also jetzt nicht nur irgendwelche Nachrichten, sondern er schreibt dann an Mattig zum Beispiel ewig lange, ja, im Grunde genommen ganze Exposés von theoretischer Arbeit und von Problemskizzen, die sind alle geprägt davon, dass da jemand ringt, wie könnte man wieder einen Zugang zur Praxis finden? Also wie kann man gewissermaßen wieder im Angesicht des Faschismus und des Stalinismus angemessen über Arbeiterwiderstand reden? Er hat ein sehr großes Interesse an der spanischen Revolution. Es gibt da auch Kontakte zu den Anarchosyndikalisten. Er nimmt auch sehr aufmerksam den Februaraufstand, der vor allen Dingen Wiener Arbeiter war. Aber klar, letztendlich er ist gezwungen, die Existenz eines mehr oder weniger isolierten Intellektuellen zu führen. Ist Karl Korsch dann nach 1945 eigentlich in den USA geblieben? Ich habe jetzt gar nicht so zu seinem weiteren Lebensweg dann direkt gefunden. Ist er da geblieben? Ja, also was ich jetzt auch gerade nicht präsent habe, ich weiß nicht, ob er sich naturalisiert hat, also ob er die Staatsbürgerschaft angenommen hat, ob er das überhaupt als früheres KPD-Mitglied konnte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Korsch hat konstant über die Jahre hinweg immer wieder versucht, an einer Universität, er ist ja promoviert, er ist sogar habilitiert, er hat also 1918, 1919 sich noch habilitiert in Jura, er hat konstant versucht, an einer Universität unterzukommen oder auch wieder enger an das Institut für Sozialforschung anzudocken. All das ist ihm verwehrt geblieben. Er hatte also kleinere Lehraufträge, mal eine Vertretungsprofessur und er lebte zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen von seiner Frau, Hedda Korsch, die nicht diese Jobschwierigkeiten hatte. Also sie ist eine Pädagogin, sogar eine recht bedeutende Pädagogin. Und sie hat im Grunde genommen, so ich sag mal so, die Familie dann auch durchs Exil gebracht. Also, ja, Korsch hatte ein kleineres Stipendium vom Institut für Sozialforschung. Das lief ziemlich lange. Also man
hat auch da versucht, die Leute so ein bisschen zu unterstützen, die da mit ins Exil gegangen sind und die ja an der Gründung auch beteiligt waren, wie eben Korsch. So, aber ich weiß jetzt nicht, wie prekär seine Existenz war, aber sie war zumindest für seine intellektuelle Arbeit äußerst unbefriedigend. Und ja, er wollte nach Deutschland zurück. Es gab Kontakte zu Wolfgang Abendroth, die kannten sich noch aus der Weimarer Republik. Wolfgang Abendroth hatte sozusagen die Aufgabe angenommen, auch für Westdeutschland, sag ich mal, ein antifaschistisches, sozialdemokratisches Bildungsprogramm, auch Institutionen zu verwirklichen, in neuen Institutionen umzusetzen. Und Abendroth hätte ihn 1948, so um den Dreh, gerne auch auf eine Professur nach Westdeutschland berufen. Hat sich alles zerschlagen, ist auch dann teilweise sehr kompliziert, warum und wie es sich zerschlagen hat. Da muss man jetzt tief so in die Bildungspolitik der unmittelbaren Nachkriegszeit eintauchen, wo auch die Restauration schon eine Rolle spielt. Naja, und ein anderer Faktor, der eine Rolle spielt, ist, dass Karl Korsch wohl schon ab Ende der 40er Jahre gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Das heißt ja, er ist an der Zersetzung, so hat man damals gesagt, ich weiß gar nicht, ob das korrekte Krankheitsbild ist, aber er litt unter der Zersetzung von Gehirnzellen. Diese Krankheit wurde 1956 dann ganz manifest, da war er auch zu keinerlei Arbeit mehr in der Lage. Wenig später wird er hospitalisiert und es gibt, ohne das jetzt zu individuell oder zu privat irgendwie zu formulieren oder darauf abzuzielen, aber es gibt wohl schon Anzeichen, dass er Ende der 40er Jahre mit dieser Krankheit zu kämpfen hatte, was sich in Konzentrationsschwierigkeiten ausdrückt, Schwierigkeiten halt lange am Stück größere Gedankenbögen, lange am Stück zu arbeiten, größere Gedankenbögen zu entwickeln. Und das mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein, weswegen er dann in seinem letzten Jahrzehnt es dann auch nicht mehr unternommen hat, irgendwo noch eine Anstellung zu finden. Ich würde gerne abschließend zu einem Punkt kommen, der uns auch nochmal zu dem theoretischen Vermächtnis von Karl Korsch führt. Und das ist etwas, was du schon angesprochen hattest als Stichwort, nämlich die Züricher Thesen. Ich finde das ganz interessant, weil ich ja vorhin so dieses Stichwort der Revision schon im Mund geführt habe, wo man ja eigentlich sagen muss, dass Karl Korsch ja eigentlich eher eine bestimmte Art von Orthodoxie ja durchaus vertritt. Das wird mit diesen Züricher Thesen ja anders. Du hattest Karl Korsch als einen Philosophen der Praxis oder des revolutionären Eingriffs in den Geschichtsverlauf beschrieben und jetzt sagt er aber zu diesem Zeitpunkt, wo die Züricher Thesen rauskommen, dass so der Marxismus nicht mehr zu halten ist und nicht mehr zu rekonstruieren ist als Theorie dieser Revolution. Was ist da los? Warum diese tatsächlich dann Revision? Ja, also er treibt diesen Prozess der kritischen Selbstbefragung, die sich am Anfang erstmal gegen die Sozialdemokratie, also gegen Karl Kautsky richtet. Das nehmen wir so hin, aber ich muss nochmal betonen, also dieser Karl Kautsky hatte in der marxistischen Diskussion der damaligen Zeit eine Bedeutung, die kommt keinem linken Intellektuellen oder marxistischen Intellektuellen der heutigen Zeit gleich. Das war wirklich so der Theoriepapst. Und Karl Korsch weist im Grunde genommen nach, dass Kautsky den Marxismus um jede subversive Spitze gebracht hat. Also das war schon ein Tabubruch oder eine Attacke, die hat es in sich. So, und das geht aber dann weiter. Der nächste, der im Grunde genommen der Kritik, oder die nächsten, die der Kritik verfallen, sind Stalin. Lustigerweise billigt er an einem bestimmten Zeitpunkt, 1923, Stalin sogar schöpferische oder eine kreative Weiterentwicklung des Marxismus zu. Also er ist so leninistisch, dass er also auch noch Stalin für vielleicht ein paar Monate mit in den Kanon aufnimmt. Das geht dann weiter, also es richtet sich nach seiner kurzen leninistischen Phase gegen den Leninismus im Ganzen. Und dann ist es im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit oder eine Frage der intellektuellen Redlichkeit, bis er halt auch Marx selber problematisiert. Und das gipfelt in diesen Züricher Thesen, die, das muss man aber auch wirklich sagen, so aus dem Handgelenk geschüttelt wurden. Also er hat in Zürich einen Vortrag über Probleme des Marxismus gehalten
Und das war wohl etwas sehr ausführlich. Also es uferte aus, die Diskussion. Diese Gruppe, die sich da in Zürich 1950 getroffen hatte, musste sogar das Lokal verlassen, weil es, um woanders weiter diskutieren zu können. Und gewissermaßen in dieser Pause, ja, man wechselt den Ort, man versammelt sich nochmal neu, schreibt er diese 10 Thesen oder ja, 10 oder schreibt er diese Thesen mit den verschiedenen Unterpunkten runter und sagt auch klipp und klar in diesen Thesen, das war sicherlich auch eine Provokation, muss man auch als Provokation verstehen, dass eine Rekonstruktion des Marxismus heute nur noch reaktionär sein kann. Das heißt also, er bestreitet auch dem Marxismus oder auch der originären Lehre von Marx, dass sie der authentische, abgeschlossene, vollgültige Ausdruck der revolutionären Bewegung seiner Zeit war. Und das ist keine Absage an, sage ich mal, wie man das dann auch dann vielleicht verstehen könnte, an Kategorien wie zum Beispiel den Mehrwert, wie den Übergang zum Profit, zur Profitrate. Ich glaube, dass er diese ökonomischen Kategorien in ihrem Kern oder auch die Gültigkeit in ihrem Kern nicht angezweifelt oder nicht wirklich bestritten hat. Gut, das weiß man noch nicht, weil halt dieser Nachlass oder auch diese ganzen Nachlassmanuskripte noch nicht veröffentlicht wurden. Da kann es noch Überraschungen geben. Aber was er bezweifelt, dass es eine Identität von Marxismus oder marxistischer Kritik und revolutionärer Bewegung gegeben hat, die 1848 zum Beispiel oder 1871 dann ihren praktischen Ausdruck auf der Straße gefunden hat. Das heißt also, die Kämpfe, wenn man das jetzt ins Modernere übersetzt, die Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter sind nicht vor der Schablone einer geistigen Tat, also die Umsetzung eines marxistisch-kommunistischen Programms zu verstehen, sondern man muss sie eigentlich aus sich selber begreifen, aus, naja, dieser Autonomie der Kämpfe heraus. Und in dieser Perspektive sind dann auch vermeintliche Gegner wie von Marx oder reale Gegner wie Bakunin oder Proudhon oder Blanqui nicht nur irgendwelche theoretischen Schwachköpfe, die Marx ja dann abgefrühstückt hat. Nein, man muss diese Theorien auch als Moment des Klassenkampfes verstehen. Mit allem, was dafür und allem, was dagegen spricht. Das heißt also, dass in diesen Züricher Thesen der Übergang eigentlich zu einer Geschichtsbetrachtung gemacht wird, die dann in den 70er, 80er Jahren bis heute von, sage ich mal so, Autonomen, also jetzt nicht im Sinne von Hausbesetzern, aber so mehr so im italienischen Sinne von autonomen Gruppen gemacht wurden. Und in der Zeit, man redet ja heute anders über Figuren wie Wilhelm Weitling, selbst über Ferdinand Lassalle, so alles Figuren, die, wo man sagte, okay, die hat Marx ein für alle Mal erledigt, man muss sich mit diesen Leuten nicht mehr auseinandersetzen. Und da ist man ja heute weiter, dann sagt man ja, Moment, was haben die gesehen, wie haben die agitiert, wo knüpfen die ran an welche proletarischen Lernprozesse docken die an, was versuchen sie zu radikalisieren. Das heißt also, in diesen Züricher Thesen schärft Korsch ein Geschichtsverständnis, das nicht von theoretischen Sätzen geleitet ist, sondern von der Frage, ja, was bedeuten diese theoretischen Sätze in der radikalen oder in der konkreten Klassenkampfauseinandersetzung?